So. Hi Leute. Microphone activated. Microphone muted. Warte mal, sicherheitshalber, weil der ist, auch wenn ich tun muss, aber auf jeden Fall. Wie ihr seht, bin ich gerade nicht so auf Gamma oder Timoja wie sonst immer, sondern ich bin Singleplayer und wollte diesmal einfach mal ein bisschen zeigen, wie ich so no-shift und was mir hilft, um besser zu no-shiften und keine Ahnung. Und da wollte ich nochmal versuchen zu briseln, weil ich habe mir letztens so ein Video von Benny angeguckt, wie er gebriselt hat und keine Ahnung. Ich wollte es auch mal versuchen. Ja, also ich fange jetzt wie gesagt erstmal mit Briseln an. Aber ich kann es nicht so gut. Das höchste war von mir 20, aber das war wirklich nur einmal. Das war dann echt nur Lack. Häufig schaffe ich halt nur so 3 oder so. Oder gar nicht. Oder 1. Ja, 1 ist wirklich das häufigste. Wie man sieht, gerade fail ich aber nur. Ich kann es auch nochmal so versuchen, dieses noch schnellere. Das ist halt echt schwer. So, ich werde gleich zum Löschen gehen, weil das hat ja hier keinen Sinn mehr. Noch einmal nochmal Grizzly. Wenn ich es ein bisschen mehr schaffe, so. Ja. Also, das war's, wenn ich Grizzly. Und ich merke gerade, meine Maus ist gerade total langsam. So, da bin ich wieder. Es war gerade so langsam, weil irgendwie was mein Sensor von der Maus gestört hat. Da war was drin. Fussel und so. Staub. Also, da mache ich jetzt halt weiter mit No-Shift. Ich mache einfach die ganzen No-Shift-Arten, die ich kann. Also, nicht die es gibt, da gibt es bestimmt noch irgendwelche anderen, die ich halt nicht kenne, aber ich mache jetzt einfach die ich kann. Und ja. Also, das wäre dann so No-Shift One-Stack. Ist ganz gut für ein 2, wenn man das wirklich gut beherrscht. Und da muss man aufpassen, dass man dann nicht zu weit oben anfängt. Also hier sieht man es ja am Block. Wenn man so macht, dann baut man immer noch den Block dahin, den hier. Immer ein Block zu viel. Aber nicht immer, aber echt oft. Und deshalb braucht ihr einfach nur Blöcke. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr weiter unten anfangt. Und dann klappt es auch gut. Nicht zu langsam, weil sonst passiert sowas, wie man gerade sieht. Dann kommen ja die Mates gar nicht mehr hoch. Wir müssen immer so seitlich noch hier im Block hinsetzen, um hochzukommen, ne? So. Das wäre dann die erste Technik, die ich kann. Dann gibt es noch halt einmal so. One Stack nach hinten. Ist auch ganz leicht, muss man eigentlich nur dort klicken. Und halt so. Nicht dauerhaft nach hinten, das sieht dann so aus. Das ist kein One-Stack, sondern einfach so zwischendurch immer S machen. Beim One-Stack mit Shift, da drückt man ja schon dauerhaft A und S, aber nur wenn man sneakt und deswegen nicht so schnell nach hinten geht. Also müsst ihr aufpassen, wenn ihr No-Shift beim One-Stacken wollt. Also immer so nicht gedrückt halten A und S. Und rückwärts S halt. Nochmal Sichtweite her. So. Dann kann ich noch halt einfach das, was ich noch schon gerade gezeigt hatte, so einfach rückwärts. Da fähre ich halt immer recht früh. Aber das kann man dann noch ein bisschen besser machen, dass man nicht so oft fällt. Und zwar ist es ein bisschen langsam, aber so zickzack laufen, wie man gerade sieht, ist ja so wie bei Grizzly. Damit könnt ihr einfach zu länger, finde ich. Weil man ist nicht so schnell. Und keine Ahnung, man fällt deswegen weniger. Wie lange ich das schaffe.
Hm. Ja, ein bisschen zu lange vielleicht fürs Video. Noah, aufhören. Hallo. Also mein Autoklicker geht gerade irgendwie nicht mehr aus. Meine Finger spielen verrückt. Hm, ja, endlich. E7V so. Ja, dann geht's weiter halt mit. Hier. Dem hier, durchgängig. Schräg. Das ist eigentlich schon das Schwerste, weil das ist einfach das schnellste No-Shiften, was geht. Es geht nicht schneller. Das hier ist auch schnell, aber keine Ahnung, ist ja schneller, so wie beim Igeln. Wenn man so igelt, geht schneller, als wenn man so igelt. Ja. Ich habe gerade bemerkt, so kann ich das dann. So, doch jetzt. Auf jeden Fall, nicht wundern, was ist das? Ja, dann hier nochmal versuche ich das. So, schräg, mal shiften. Dafür bräuchte man schon echt noch mehr als 20 Klicks oder 22, um das wirklich durchgängig einfach so zu schaffen. Es geht aber nicht, wie man sieht. Ich schaffe 20, aber es geht nicht weit. Irgendwann fällt man dann wirklich runter. Also, wenn man es aber weiter schaffen möchte, dann müsst ihr jetzt auf meinen Keystrokes-Mod da oben links gucken. Drücke ich. Also, drückt es halt auch nicht durchgängig, ne? Und so. Immer nur zwischendurch. Das schafft man aber weiter, wenn man langsamer ist. Ist vielleicht nicht so gut, dass man dann langsam ist, aber. Ist aber besser, man schafft es länger. Kann ich versuchen, ab und zu durchgängig. Und dann einfach kurz loslassen. Und dann geht's weiter. Sieht dann so aus. Habe ich auch mal ein No-Shift-Video gemacht. Bisschen bearbeitet. So habe ich es dann auch hinbekommen. Buddy disconnected from your ja, da wollte ich ihm noch gute Nacht sagen, weil er war schon weg. Auf jeden Fall. Ja, das waren dann erstmal so die geraden No-Shift-Dinger, die ich gerade kenne oder kann. Auf jeden Fall dann gibt es noch den hier, One Stack, so schräg, No Shift. Kann man einmal gerade nach hinten oder auch so, wie man halt Lust hat. Ist eigentlich egal, ob man so macht. Ich glaube sogar so schneller. Ja, aber so rumspringen ist irgendwie für mich selber. Dazu gibt es dann noch halt so. Zickzack. Ich fange mal weiter unten an. Hier so zickzack. Immer abwechseln. Das ist eigentlich ganz gut, wenn ihr unten habt im CD und oben wiederholen wollt. Dann müsst ihr aber nicht immer den. Ihr dürft nicht den gleichen Rhythmus natürlich drin haben, sonst merkt es hier der Bogen und keine Ahnung, immer abwechseln. Vielleicht mal nur zwei und dann mehrere nach rechts und dann mehrere nach links und dann ganz wenig nach rechts und so. Immer abwechseln. Oder manchmal ganz durch, dann denkt ihr, geht wieder nach links, aber geht einfach hier durch. Und dann denkt ihr, aha, geht doch nicht mehr nach links, oder geht ihr doch nach links. Da kann man natürlich nicht berechnen, wie der Bowl es dann sieht, wie er denkt. Aber ihr müsst halt ein bisschen antäuschen, wenn ihr diese Technik dann macht. Und man sieht, es ging relativ schnell, ziemlich weit nach oben zu kommen und weit. Hätte der Bogen mich jetzt nicht getroffen, wären wir in der CD. Wäre das ziemlich effektiv. Ja, was denn noch? Ja, dann halt. Vorhin habe ich ja so gemacht, dass es auch nur mit S und AD bisschen ab und zu drücken und nach hinten. Dann gibt es halt nochmal durchgängig, aber das ist auch schon echt schwerer. Sieht dann so aus. Wenn man das machen möchte, müsste man vielleicht so zwischendurch schon mal stoppen und kurz gucken, dass man wieder safe steht. Und so. Dann weit. Ne, also ihr seht, es geht aber nicht wirklich gut. Vielleicht muss man da schon noch links-rechts springen.
Ja, dann habe ich noch letztens versucht, so hochzugehen, indem ich mich drehe. Das sieht dann ungefähr so aus. Moment. Ich muss es jetzt mal schaffen. Ich fliege immer aus Versehen. Also so. Dann müsst ihr schon ein gutes Aim auf die Blöcke haben. Dass ihr auch immer trefft. Aber dann könnt ihr die Maus eigentlich nicht mehr drehen. Dann geht ihr wieder in die andere Richtung. Und dann wieder so. Ich mache es dann mal fliegen. Dann geht ihr wieder so. Und dann wieder so. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Einfach so ein bisschen rumdrehen. Das verwirrt den Bo wahrscheinlich auch, wenn es in einem CW ist. Ja. Das wäre es eigentlich von den No-Shift-Sachen, die mir gerade einfallen, die ich kann. Keine Ahnung, wenn es da noch andere gibt, die ihr kennt oder könnt, könnt ihr sie ja hier nennen. Dann versuche ich die auch mal. Jetzt versuche ich nochmal zu igeln und... Keine Ahnung, bei mir sieht das so aus, wenn ich Butterfly... Ist jetzt nicht so schnell, weil ich das einfach nicht gut timen kann. Ab und zu wird es dann schon schnell. Wenn ich Glück habe mit dem Time. Sieht dann so aus, wie man gerade gesehen hat. Sonst habe ich letztens versucht, so One-Click zu machen. Wegen geheimer Gandiala. Das klappt schon ganz gut eigentlich, also sehr schnell. Wie man sieht. Nur das Time kann ich noch nicht so gut. Mache ich eigentlich auch nie. Halt jetzt erst seit einem Tag. Aber wie man gerade gesehen hat, klappt es eigentlich doch manchmal recht gut. Aber normalerweise mache ich eben hier Butterfly mit runterfallen dann aber oft. Oder halt die Safe-Version einfach gedrückt halten. Warte, so. Das ist dann langsam, aber safe. Okay, wie man sieht, doch nicht so safe, aber keine Ahnung. So. Ist langsam. Ach ja klar, dann gibt es doch noch eine No-Shift Art, die zwar nicht nach oben geht, aber keine Ahnung, die ist dann so. Aber schräg breezeln irgendwie. Kann ich jetzt auch nicht wirklich gut, aber... Ja. Muss mal gucken, wie man das anstellen will. Ja, da gibt es ja auch zwei verschiedene Arten. Einmal so zickzack. Oder einfach geradeaus nach hinten. Da weiß ich nicht, was besser ist. Ja. Mir fallen immer wieder weitere Sachen ein, auf jeden Fall. Dann hat mir noch einer letztens gezeigt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Hier so Breezily und zwischendurch sneaken. Dadurch sichert ihr euch immer ab und könnt immer so ein Stück Breezily wieder sneaken und dann weiter. Also wenn man das jetzt mal gelernt hat, ist es schon eigentlich richtig nice. Müsst ihr halt so an den Block hinten sneaken, wieder Breezily und wieder an den Block sneaken. Und dann Breezily noch mit hochgehen. Das klappt schon besser als normal Breezily. Keine Ahnung, kann ich irgendwie safe. Also nicht komplett safe, aber schon viel besser, wie man gesehen hat hier. Na gut, Leute, das war es dann auch mit den Bautechniken. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache, die mir letztens aufgefallen ist. Vor ein paar Stunden. Wenn ihr irgendwie oben TNT droppen wollt und es nicht auffällig machen wollt, sagen wir hier unten steht das Bett. Hier. Gehen wir ein bisschen höher. So. So wird es natürlich normalerweise nie sein. Sagen wir, das sind jetzt Blöcke drüber und ich will jetzt aufspringen, ne? Macht man mit G und so Holz. Auf jeden Fall. Man steht hier und will natürlich, dass es nicht gesehen wird, dass man TNT hat, um sie zu überraschen. Dann macht man so. Und instant fällt es runter. Also ihr switcht einfach auf das TNT. Aus TNT switcht ihr und direkt dann aufs Feuerzeug. Wenn ihr jetzt das TNT in der Hand habt, müsst ihr halt direkt einfach beim Klicken schon irgendwie switchen.
Aber ihr müsst, damit es funktioniert, weil mit einem Klick geht es ja nicht, aber damit es instant passiert, muss man, wie man oben rechts sieht, bei meinen Klicks habe ich 2 für einen Klick, manchmal sogar 3. Ja, also ihr müsst halt euren Finger einfach so auf die Maus fallen lassen. Wenn ihr Butterfly könnt und da 20 Klicks schafft, wisst ihr ja, was ich damit meine. Falls ihr nicht Butterfly könnt und oder Butterfly könnt mit 13, da macht man ja nicht diesen Doppelklick. Dann, keine Ahnung, ihr lasst einfach euren Finger so leicht drauf fallen auf die Maus, das merkt ihr dann schon, wenn da 2 Klicks kommen. Das seht ihr auch oben rechts, das macht ihr einfach so lange, euren Finger so leicht auf die Maus fallen, bis man es hört oder sieht. Und, keine Ahnung, so kommen dann halt direkt 2 Klicks, ne? Und so könnt ihr dann einfach instant distanziert senden. Ist natürlich nicht die safeste Sache, weil es kann ja passieren, dass hier sowas passiert, dass man gleich 2 setzt. Oder aus Versehen zu schnell switcht und dann einfach nur Feuer setzt. Ist ja auch bitter. Wie man sieht, es klappt nicht immer, aber wenn man es safe beherrscht, ist es schon eigentlich recht nice. Dann wissen die Gegner halt nicht, dass man TNT droppt und auf einmal ist das Bett offen, ne? Können die Specs nicht sagen, aha, der hat TNT. Na gut, Leute. Das wär's dann eigentlich mit meinem Video. Ich beende es, wenn ich den Neustart verkacke. Mal gucken, wie weit ich schaffe, okay. Gut, das wär's dann mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so die ganzen No-Shift-Arten zu sehen, die ich kann. Ja. Dann zum nächsten Video. Okay, dann. Ciao.